Vor über 10 Jahren bekam ich mein erstes Handy, ein Sony Ericsson. Farbdisplay, 3,2 Megapixel und vor allem die Fähigkeit, Lieder auf mein Handy zu laden. Ihr merkt, das war die Zeit vor den Smartphones. Ich brauchte das Handy unter anderem dafür, weil ich an eine Schule ging, die außerhalb meines Heimatdorfes war und so, falls irgendetwas passiert, erreichbar sein wollte oder auch zu Hause anrufen konnte. Ich machte besonders aber Gebrauch von der Funktion, Lieder auf mein Handy zu laden. Und so schloss ich es per Kabel an den Computer an und kopierte einige wenige Lieder auf mein Handy, die ich auf dem Computer hatte. Und voller Freude ging ich so morgens zur Schule. Der kleine Simon geht zur Schule und hört seine Lieblingslieder immer und immer wieder. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und so kam es irgendwann dazu, dass ich sogar mein Lieblingslied als mein Weckton einstellte. Das kann ich nicht empfehlen. Aus folgendem Grund: Wenn ich ein Lied Tag für Tag höre und Woche für Woche höre, besteht die Gefahr, dass ich mich an das Lied gewöhne. Ich gewöhne mich an das Lied, ich verliere die Freude über dieses Lied und ich sehe die Schönheit an diesem Lied nicht mehr. Und ich vermute stark, dass genau das auch mit Psalm 23 passieren kann. Wir hören ihn immer und immer wieder und die Gefahr besteht, dass wir uns an ihn gewöhnen, dass wir die Freude darüber nicht mehr spüren und dass er gewöhnlich für uns wird. Und falls das passiert sein sollte bei uns, dann ist das sehr schade, denn Psalm 23 ist ohne Zweifel einer der schönsten und hoffnungerweckendsten Texte in der Bibel. Psalm 23 ist so eine gute Nachricht für dich und er ist so wichtig für dein Leben. Und diese gute Nachricht wollen wir uns nun einmal in 2 Teilen ansehen. Erstens, in Psalm 23 sehen wir David, der umsorgt von Gott ist, und zweitens, der zu Hause bei Gott ist. Erstens, umsorgt von Gott in den Versen 1 bis 4. Ich lese einmal Vers 1. Ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Bild des Hirten war für David sehr bekannt. Wahrscheinlich war ihm kein Bild so geläufig wie das des Hirten. Denn er ist aufgewachsen und hat ziemlich früh begonnen, selbst Schafe zu hüten. Deswegen wusste er ganz genau, wie das Verhältnis von einem Hirten zu seinem Schaf aussieht. David weiß also, was ein Hirte tut. Er weiß, was ein Schaf braucht. Er weiß, dass es für ein Schaf nur einen Bereich gibt, in dem dieses Schaf sicher ist, nämlich bei seinem Hirten. Und deswegen sagt er: Der Herr ist mein Hirte und deswegen wird mir nichts mangeln. Eigentlich hat ein Schaf ja Mangel in jederlei Hinsicht. Also, was braucht ein Schaf? Ein Schaf braucht eigentlich alles. Sie können sich nicht selbst scheren, also brauchen sie jemanden, der sich um sie kümmert. Schafe können sich selbst nicht verteidigen, also brauchen sie Schutz, jemanden, der sich um sie kümmert. Sie können sich selbst nicht versorgen, also brauchen sie jemanden, der sie auf saftige Weiden führt, jemanden, der sich um sie kümmert. Also ein Schaf hat Mangel in jederlei Hinsicht, aber David sagt: Ich habe keinen Mangel. Wieso? Weil der Herr mein Hirte ist. Der Herr ist ein guter Hirte und er ist mein Hirte. Und damit habe ich alles, was ich brauche. Ich habe keinen Mangel, weil er mich umsorgt. Und dann sagt uns David, wie dieses Umsorgen von Gott aussieht. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Für uns in Deutschland hier sind grüne Wiesen ja keine Besonderheit. Niemand von uns hat sich heute gedacht: Wow, diese Wiese ist ja grün. Wir sind das gewohnt, weil das normal für uns ist, aber bei David war es anders. Saftige, grüne Wiesen waren eine
Besonderheit, sie stellten eine Seltenheit dar. Und genauso war es auch mit Wasserquellen. Das, was in der Steppe und Wüste also so bitter nötig ist, war dort eine Seltenheit. Also wenn David hier sagt, dass sein Hirte ihn auf grüne Auen und zu frischen Wassern führt, dann sagt er, mein Hirte, mein Gott ist erstens fähig und zweitens willig, mir zu geben, was ich brauche. Gott ist in der Lage, mir zu geben, was ich brauche. Er weiß, wo die grünen Auen und die Wasserquellen sind. Und er ist auch willig, das zu tun. Also er will mich an die Orte führen, wo ich dorthin komme und finde, was ich brauche. Und da, wo er mich hinführt, sagt David, bekomme ich neue Kraft. Er erquickt meine Seele, er stellt mich wieder her. Da, wo ich müde bin, da, wo ich zerbrochen bin, gibt er mir neue Kraft. Und in Vers 3 sagt er dann, er führt mich auf dem richtigen Weg. Er führt mich auf rechter Straße. Der Weg, auf den mein Hirte mich führt, ist der richtige Weg. Es ist kein Irrweg. Es ist kein Weg, der in die Irre führt. Es ist der Weg, der ans Ziel führt. Und er führt mich auf diesem richtigen Weg um seines Namens willen. In der Bibel ist es häufig so, dass dieser Begriff um jemandes Namens willen gebraucht wird. Und das bezieht sich dann auf den Ruf einer Person. Denn es war ja klar, wenn du damals einen Hirten hattest, der ein Schaf verliert, dann wäre das kein guter Hirte. Oder wenn du einen Hirten hast, der irgendwo hingeht mit seinen Schafen, aber nicht mehr weiß, wie er zurückkommt, dann wäre das kein guter Hirte. Und David sagt, mein Hirte führt mich auf dem richtigen Weg und beweist damit wieder einmal, dass er ein guter Hirte ist. Wen meint David also hier genau? Wer ist dieser Hirte? Wer ist dieser Herr? Wir haben es eben schon gehört, dass Jesus in Johannes 10 dieses Bild aufgreift und damit sagt, David hat dort über mich gesprochen, denn ich bin der gute Hirte. Ich werde die, die mir anvertraut sind, nicht verlieren. Ich werde die, die zu mir gehören, meine Schafe nicht verlieren. Und ich stehe mit meinem Namen dafür ein. Also ich, der alles geschaffen hat, sagt Jesus, der alles in der Hand hält, ich werde meine Schafe auf dem richtigen Weg führen und stehe mit meinem Namen dafür ein. Wenn du also sagst, dass du an Jesus glaubst und dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, dann kannst auch du sagen, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Auch wenn in mir einmal Zweifel hochkommen, wie ich die nächsten Wochen und die nächsten Monate durchhalten soll. Auch wenn in mir der Gedanke des Selbstzweifels hochkommt und ich vielleicht nicht so beliebt bin, wie ich es gerne wäre. Auch wenn mein Wunsch nach einem Ehepartner immer stärker zu werden scheint. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass ich wegen meines Glaubens etwas im Leben verpasse. Mir wird nichts mangeln. Weil der Herr mein Hirte ist, kann ich zuversichtlich sagen, mir wird nichts mangeln. Denn mein Hirte weiß, was ich brauche. Er kennt die grünen Auen, er kennt die Wasserquellen. Und jedes Mal, wenn ich müde bin und wenn ich am Ende bin, komme ich im Gebet zu meinem guten Hirten und er gibt mir neue Kraft und er stellt mich wieder her. Ich darf neue Zuversicht bekommen, weil mein Hirte weiß, was er tut. Es gibt keine Wegstrecke, an der mein Hirte nicht mehr weiter wüsste. Es gibt keinen Wegabschnitt, wo mein Hirte sagt, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Der Weg, den er mich führt, ist der richtige Weg. Es ist der Weg, der mich ans Ziel führt. Aber wieso gibt es dann Vers 4? Vers 4 scheint hier irgendwie nicht reinzupassen. Denn wenn wir weiterlesen, dann lesen wir in Vers 4,
dass mein Weg nicht immer so aussieht wie der richtige Weg. Denn David sagt, und wenn ich durch ein dunkles Tal gehe. Also David sagt hier, der rechte Weg, der richtige Weg aus Vers 3 führt manchmal durch ein dunkles Tal wie in Vers 4. Und lasst uns nochmal an dieses Bild des Schafes denken. Das Schaf würde sich auch bei Tageslicht nicht zurechtfinden. Und jetzt ist dieses Schaf in einem dunklen Tal, das sich wie ein Todestal anfühlt. Aber was sagt David hier in Vers 4? Er sagt, selbst wenn ich in so einem dunklen Todestal bin, selbst dort fürchte ich mich nicht. Wieso? Weil dein Hirtenstab, Jesus, mich tröstet. Ich spüre deine Nähe. Ich weiß, dass du als mein Hirte immer noch da bist. Und das nimmt mir alle Furcht. Letztes Jahr im Sommer durfte ich bei einem Zeltlager mitarbeiten. Und die Kinder bei diesem Zeltlager waren so zwischen 8 bis 10 Jahre alt. Und an einem Abend haben wir als gesamte Truppe, also alle Kinder und alle Mitarbeiter, eine große Nachtwanderung gemacht. Und stellenweise führte diese Nachtwanderung dann in einen Waldabschnitt. Die Bäume ließen das Licht des Mondes also nicht mehr durch und es war stockdunkel. Es gab keine Laterne weit und breit. Und man merkte, wie die Kinder vorher so richtig aktiv waren. Und je dunkler es wurde, desto leiser wurde es. Die Späße hörten langsam auf. Man verstummte langsam, weil man merkte, man ist auf einer dunklen Wegstrecke. Wir gehen also in diesen Wald hinein und merken, wie die Kinder immer stiller werden. Und dann passiert Folgendes. Ein Kind nach dem anderen greift nach der Hand eines Mitarbeiters. Und so kommt es, dass dann auch ein Kind nach meiner Hand greift. Und ich merke, wie jedes Mal, wenn irgendwo ein Stock knackte, der Griff fester wurde. Da, wo das Kind also noch mehr Angst bekam, drückte es noch fester meine Hand, um versichert zu werden, ist da noch jemand bei mir? Und es merkte so, ja, da ist jemand, der den Weg kennt. Da ist jemand, der die Kontrolle nicht verloren hat. Da ist jemand, der weiß, wo wir sind und wie wir hier rauskommen. In unserem Leben geht es immer wieder durch schwere Lebensabschnitte und wir haben eben 3 Beispiele gehört. Manchmal ist der Weg, auf dem wir gehen, stockdunkel. Und das, was um uns herum passiert, macht uns Angst und lässt uns zusammenzucken. Vielleicht reißt dir deine Einsamkeit den Boden unter den Füßen weg. Vielleicht hat dich jemand unendlich schwer verletzt. Vielleicht durchlebst du eine Zeit der Verzweiflung und Depression. Vielleicht kämpfst du mit einer schweren Krankheit. Vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren. Und vielleicht fragst du dich, wozu soll ich überhaupt noch weiterleben? Gott sagt dir gerade jetzt durch Psalm 23 zu, in deinem dunklen Todestal bin ich mit dir. In der Finsternis, wo du nichts mehr siehst und die dir Angst macht, bin ich direkt neben dir. Halte die Hand deines guten Hirten. Und wir sehen hier, wie David jetzt in Vers 4 nicht mehr über Gott redet, sondern jetzt zu Gott redet. Also da, wo er im dunklen Tal ist, redet er zu Gott. Vorher sagte er, der Herr ist mein Hirte, er führt mich. Jetzt sagt er, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und das ist deine und meine Hoffnung, dass wir im dunklen Tal nicht nur über Gott reden können, sondern zu Gott reden können. Wir haben nicht nur einen Hirten, der den Weg kennt,
Wir haben einen Hirten, der auf dem Weg mit dabei ist. Wenn du also jetzt gerade durch eine Zeit und durch einen Wegabschnitt des Todestals gehst, dann darfst du zu deinem Hirten sprechen und in seiner Gegenwart Trost finden. Und du kannst wissen, dass Jesus, der gute Hirte, genau weiß, wie sich ein Todestal anfühlt. Ja, Jesus hat auch Einsamkeit erlebt. Jesus wurde auch von seinen engsten Freunden verlassen. Er stand auch am Grab eines geliebten Menschen. Er fühlte sich auch von Gott verlassen. Der Himmel zog sich über ihm zu und er ging alleine durchs Todestal. Und als er am Kreuz hing und das passiert ist, als er gezeigt hat, dass Gott uns so sehr liebt, dass er die Trennung zwischen Mensch und Gott überwinden will, dadurch, dass Jesus für uns stirbt, ruft er aus, was in Psalm 22 gebetet wird. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum musste ich durch dieses Todestal gehen? Und er tat das, damit du und ich Psalm 23 beten können. Du bist bei mir. Deine Gegenwart tröstet mich. Und ich fürchte mich nicht. Jesus ging also alleine durchs Todestal, damit du es nicht mehr musst. Und was auch immer deine Seele bekümmert und wie auch immer dein Todestal aussehen mag, dein Hirte ist bei dir und seine Gegenwart kann dir die Furcht nehmen und dir Trost geben. Und damit kommen wir zum zweiten Teil, zu Hause bei Gott. In Vers 5 heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Jetzt greift David ein neues Bild auf, nämlich das Bild des Gastgebers. Er sagt, als Gastgeber deckst du vor mir einen Tisch in der Anwesenheit meiner Feinde, in der Anwesenheit dessen, was mir vorher Angst gemacht hat. Damals war es üblich, dass wenn ich zu jemandem zu Gast komme, er volle Verantwortung für mich trägt. Wenn ich zu jemandem zu Gast komme, muss er meine Sicherheit gewährleisten. Und David sagt, ich bin bei dir zu Gast, Gott, und du sorgst für meine Sicherheit so sehr, dass ich im Angesicht der Not ruhig essen kann. Ich vertraue dir so sehr, du bist so sehr fürsorglich und für Sicherheit sorgen für mich, dass ich in der Anwesenheit meiner Not essen kann. Und dann sagt er weiter, du salbst mein Haupt mit Öl. Eine Geste des Willkommens heißen. Gott, du nimmst mich an. Bei dir bin ich willkommen. Bei dir bin ich zu Hause. David ist zu Hause bei Gott und sagt dann in Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. David hat in seinem Leben ganz viel Not erlebt, besonders durch Verfolgung. Dass da jemand war, der ihm nach dem Leben trachtete und ihn verfolgt hat. Und jetzt sagt David, Gott, etwas, das mich auch verfolgt, ist deine Güte und Barmherzigkeit. Deine Güte und Barmherzigkeit, sie laufen mir nach. Und egal, wie sehr ich von anderen verfolgt werde, am meisten verfolgt mich deine Güte und deine Barmherzigkeit. Du bist ein guter und barmherziger Gott. Und das erlebe ich immer wieder, mein Leben lang. Da, wo ich an Punkten in meinem Leben bin, wo ich merke, ich habe mich langsam von dir entfernt, deine Güte und deine Barmherzigkeit, sie laufen mir nach. Egal wo ich bin, die Güte meines Hirten sind immer hinter mir. Sie kommen immer mit mir mit. Und dann kommt er
zu dem Höhepunkt dieses Psalms. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David hat ein Zuhause gefunden. Er hat das Zuhause gefunden. Er hat das Zuhause bei Gott gefunden. Das, wonach sich David immer gesehnt hat und das, wonach du dich sehnst und wonach ich mich sehne, hat er gefunden. Er hat den Gott gefunden, der ihn geschaffen hat. Er hat den gefunden, der ihn liebt, der ihn kennt, der ihn liebevoll umgibt. Er hat den gefunden, zu dem er gehört. Adel Tawil singt in seinem Lied »Ist da jemand?« folgende Zeilen. Das Lied »Ist da jemand?« gab es damals noch nicht mit meinem Handy. Er singt folgende Zeilen in seinem Lied »Ist da jemand?« »Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt?« Psalm 23 sagt dir heute, ja, da ist jemand, der dein Herz versteht. Dein Hirte weiß genau, was in deinem Herzen gerade vor sich geht. Da ist jemand, der mit dir bis ans Ende geht, denn seine Güte und Barmherzigkeit laufen dir nach bis ans Ende. Ja, da ist jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt, nämlich der, der selbst für dich durch das Tal des Todesschattens ging. Und ja, da ist jemand, der dich bis nach Hause bringt und sicher nach Hause bringt. Dahin, wo dein wirkliches Zuhause ist. Zu Hause bei Gott. Das ist also die gute Nachricht für uns heute. Und die gute Nachricht für dich heute. Jesus ist der gute Hirte, der seine Schafe umsorgt und sicher nach Hause bringt. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, sowas habe ich noch nie gehört. Dieses Bild von Gott habe ich noch nie erzählt bekommen. Ich dachte immer, dass Gott jemand ist, dem mein Leiden egal ist. Ich dachte immer, dass Gott unendlich weit weg ist und dass ich ihn nicht interessiere. Vielleicht konntest du bis heute nie sagen, der Herr ist mein Hirte. Vielleicht merkst du heute, dass dein Herz sich danach sehnt, nach einem Gott sehnt, der so ist wie dieser Hirte. Dass sich dein Herz danach sehnt, von Gott umsorgt zu sein und zu Hause bei Gott zu sein. Weißt du was? Gott wartet auf dich. Gott wartet darauf, dass du zu ihm im Gebet sprichst. Er will für dich Herr und Hirte sein. Seine Arme sind heute weit offen für dich und er ruft dich zu sich. Wenn wir in der Bibel weit vorblättern, dann finden wir diese Verse, mit denen dieser Gottesdienst gestartet ist. Offenbarung 7. Sie werden nicht mehr hungern und dürsten. Also die zu Gott gehören, die auf Jesus vertraut haben. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist ein Blick auf den zukünftigen Moment, wenn Gott alles neu machen wird und alle, die an Jesus glauben als ihren Hirten, werden eine Freude erleben, die sie sich nie vorstellen konnten. Und er, also Jesus, wird mich als der gute Hirte weiden. Er wird tun, was nur er tun kann. Er wird mein Leid in Freude verwandeln, weil ich endlich zu Hause bin. Zu Hause bei meinem Hirten, zu Hause bei meinem Gott. Amen.